So, jetzt ist der neue Tag schon und wir kaufen jetzt eine Karte für die U-Bahn und so, dass wir dann immer hin und her fahren können. Wir gehen heute nämlich zur Siegessäule und heute Abend gibt es noch was ganz Besonderes. Dann sehen wir uns später wieder. So, jetzt sind wir auf dem Kanzleramt, wo wir da hinten uns sehen kann. Und da vorne kann man vielleicht ein bisschen, oder ein bisschen den Reichstag erkennen. Und sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt waren wir gerade auf der Siegessäule und jetzt seht ihr ein paar Bilder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier, wir sitzen gerade, oder wir saßen bis jetzt gerade da unten, hier an der Spree. Und was ich auch schon gestern im Vlog angesprochen habe, wo wir in Berlin reingefahren sind, ist, dass es, ja, wie gesagt schon im alten Vlog, dass es einfach so alt und neu ist. Und hier, finde ich, sieht man es auch nochmal brutal halt. Da voll neu, das neue Haus. Und da drüben einfach mal ein paar hundert Meter weiter einfach mal so eine alte Fabrik und so ist. Und ja, es ist eigentlich schon cool, so das mal so zu sehen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir gerade kurz was noch gegessen in Berlin. Und jetzt, wie heute Morgen schon auch angekündigt, gehen wir um 21:15 Uhr auf dem Reichstag ist so eine Glaskuppel und da gehen wir drauf, können wir drauf gehen. Ja, und das war eigentlich das Coole, weil es jetzt abends ist und das spannende Tor und so auch beleuchtet. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir oben auf dem Reichstag in der Kuppel drin, in der Glaskuppel. Und durch das, dass wir ja bei abends, wo es dunkel ist, sind, sieht man von dem Gebäude her viel, weil die halt beleuchtet sind. Aber so Anlagen, Grünanlagen halt weniger. Und ich habe auch so ein Audioguide oder wie genommen und dann wird es auch noch mal so ein bisschen erklärt. Und da kam auch was mit irgendwie zum ganz großen Garten und das kann man halt leider bei der Dunkelheit nicht so gut erkennen, aber da sind da die ganzen Gebäude, Teile und so beleuchtet, das ist eigentlich ganz cool und das sehen wir uns gleich wieder. Jetzt sind wir auf der Außenterrasse vom Reichstag. Da ist die Kuppel und hier ist das Ding, das halt so eine Ebene und da unten ist der Plenarsaal, kann man vielleicht ein bisschen erkennen. Ja und wenn ihr hier hinkommt nach Berlin und auch mal auf die Kuppel wollt, dann am besten gibt es auf der Internetseite, kann man dann vorreservieren, muss man auch nicht warten, das haben wir auch gemacht und das ist eigentlich ganz cool. Wie gesagt, nur bei der Nacht ist es halt, das ist cool, wie die ganzen Häuser und so auch da beleuchtet sind, wie da zum Beispiel hier hinten. Aber dafür sieht man halt, wie gesagt, auch manche Sachen nicht. Aber wenn man an Tag und Nacht geht, was also die Besuche ist ja kostenlos und dann ist das eigentlich ganz cool. Ja, und da oben ist auch der Mond noch, der Punkt da. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder.